Moin Moin von der Insel Wangerooge. Das ist unser Taufbrunnen. Hier oben auf dem Taufbrunnen als Griff ist eine Wellhornschnecke. Die kann man am Strand manchmal finden. Und wenn die leer ist, dann ist sie oft besiedelt von einem Einsiedlerkrebs. Wenn dem Einsiedlerkrebs das Haus zu klein wird, dann muss er sich ein größeres suchen. Das ist für ihn nicht ganz einfach. Und hat er eins gefunden, dann gibt es die schwierigste Situation in seinem ganzen Leben: ausziehen und in ein neues Haus gehen. Und in dem Augenblick ist er nackt und verletzlich. Ist das nicht auch so, wenn wir vom Kindsein zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum Erwachsenen werden? Das ist auch gefährlich, weil man nicht weiß, wohin geht das. Wie empfindlich ist man in der Pubertät? Und das endet nicht mit 14, 15. Das endet auch nicht mit 30, mit 50, mit 70. Immerfort sind wir in einer Veränderung. Das kann uns Angst machen. Manchmal denke ich an die Jünger, die Jesus gerufen hat: Lasst die Netze liegen und geht los und werdet Menschenfischer. Ob die nicht auch Angst haben? Sich verändern ist auch immer wachsen. Und da können wir um Hilfe bitten, dass Jesus bei uns ist, wenn wir uns verändern, damit wir ein neues Zuhause, immer wieder neu, unser Leben erfinden. Dazu habe ich einmal einen Vers gemacht, den möchte ich gerne singen. Jesus, du Sohn des Vaters, wachse in mir. Wachse, Jesus, wachse in mir. Jesus, du Sohn des Vaters, wachse in mir. In Stunden der Traurigkeit und Resignation, wenn Ohnmacht und Angst mich beherrschen. Wachse, Jesus, wachse in mir. Jesus, du Sohn des Vaters, wachse in mir. Wachse, Jesus, wachse in mir.